Wenn ich den falschen Sportart wähle, bekomme ich nachher das falsche Ergebnis. Mit welcher Sportart nun schafft ihr es, möglichst effektiv eure Diät zu unterstützen? Und mit welcher Sportart schafft ihr es, wirklich euren Körper in Form zu bringen, so dass ihr langfristig Fett verbrennt und auch langfristig nicht Gefahr lauft, in den Jojo-Effekt zu kommen? Vielleicht einmal kurz vorweg. Welche Sportart gewählt wird, ist manchmal zweitrangig. Ich hoffe, man kann das ein bisschen nachvollziehen. Es gibt ja viele Sportarten, die den Körper erstmal fordern und die auch positive Eigenschaften haben. Es soll aber jetzt wirklich darum gehen, welche Sportart und welche Art von Sport solltet ihr wählen, um eure Diät für eine erfolgreiche Abnahme zu wählen. Ja, also welche Sportart solltet ihr wählen, um eure Diät zu unterstützen? Denn das ist ja nachher so ein bisschen der Punkt. Ich sehe das immer wieder, dass tatsächlich ganz viele Menschen da draußen die falsche Sportart wählen, um ihre Trainingsziele zu erreichen. Die wählen auch die falsche Sportart aus, um ihren Körper in Form zu bringen etc. Das ist alles das Gleiche. Wenn ich die falsche Sportart wähle, bekomme ich nachher das falsche Ergebnis. Und das muss man einfach mal ganz kurz verstanden haben. Wir haben in den vorherigen Videos schon davon gesprochen, den Grundumsatz zu erhöhen mit Muskelaufbautraining, den Stoffwechsel zu fördern durch Sport im Allgemeinen. Das ist auch super, super wichtig. Aber was muss denn jetzt wirklich eure Sportart enthalten, damit diese zu einer geeigneten Sportart für euer Trainingsziel wird? Super wichtig, genau aufpassen. Und zwar geht es, wenn ich davon spreche, Muskeln aufzubauen, geht es immer um eins. Es geht um Muskelspannung. Ich muss meine Muskeln unter Spannung setzen, damit diese systematisch leicht kaputt gemacht werden und der Körper losgeht und diese kaputten Stellen flickt und aufbaut. Das ist das Prinzip von Muskelaufbau. Ich überlaste meine Muskeln, nicht die Bänder, nicht die Gelenke, ich überlaste systematisch meine Muskeln mit Spannung. Die Spannung kann ich zum Beispiel durch Krafttraining erzeugen, durch Gewichte. Dadurch entstehen kleine Mikrorisse und diese Mikrorisse werden dann geflickt, werden verstärkt und das ist dann quasi nachher dieser systematische Muskelaufbau. Und tatsächlich ist es so, dass sämtliches Widerstandstraining die beste Möglichkeit darstellt, den Stoffwechsel zu fördern und Muskeln aufzubauen. Widerstandstraining ist ein Training, was gegen Widerstand funktioniert. Also meistens ist es das klassische Krafttraining. Aber es gibt zwei Arten, die wir uns zunutze machen können. Einmal ist es der klassische Widerstand, der mechanisch erzeugt wird, wie an einem Kraftgerät. Ja? Wenn wir zum Beispiel die Beinpresse nehmen, wir drücken ganz mechanisch das Gewicht weg. Das ist ein ganz normaler Widerstand. Oder aber auch, wir brauchen explosive Bewegungen gegen Widerstand, die dann zum Beispiel eher im CrossFit zu finden sind oder im Freeletics zum Beispiel, die dann auch sehr, sehr stark auf die Muskeln wirken. Diese zwei Parts gibt es in der Regel, um perfekten Muskelaufbau zu erzeugen. Auf der einen Seite das klassische Widerstandstraining im Fitnessstudio von mir aus mit Geräten, mit Gewichten, mit Kurzhanteln, aber auch das Explosive. Und auch für das Explosive braucht man nicht unbedingt Equipment. Man braucht keine Hantel. Man kann auch andere explosive Bewegungen ausführen, egal ob das jetzt Liegestütze sind oder Kniebeugen etc., um den Muskel wirklich systematisch kaputt zu machen. Aber diese beiden Punkte sind es, Widerstand und Explosivität. Und hier sei wirklich gesagt, es geht um die Intensität. Es geht wirklich um die Intensität beim Sport. Also auch hier wieder, es ist egal, ob du dich für Krafttraining entscheidest, ob du dich für ein Körpertraining entscheidest, ohne Equipment. Ja? Selbst im ersten Step könnte man ja auch über Fitnesskurse reden. Ja? Aber wenn du einen Fitnesskurs wählst, wähle gefälligst einen Fitnesskurs, der eine hohe Intensität hat. Das ist das A und O. Die meisten Leute verwechseln ganz einfach beim Sport ihre Anwesenheitszeit in der Location mit Trainingszeit. Die Menschen trainieren nicht zielgerichtet auf etwas hin. Die Menschen gehen los und verbringen ihre Zeit an einem gewissen Ort und erhoffen sich dann davon ein Resultat. Sind wir mal ehrlich, wie viele Leute kennst du, und vielleicht gehörst du auch selber dazu, die sich irgendwann mal in einem Fitnessstudio angemeldet haben, dann haben die einen Trainingsplan bekommen, ja, erstellt von dem Trainer, der war auch vielleicht gut und passend, aber die dann diesen Trainingsplan über Wochen und Monate oder Jahre beibehalten, ohne auch nur einen Hauch zu ändern. Wie viele kennst du? Gehörst du vielleicht selbst dazu? Das ist die Frage. Wenn du dazu gehörst, dann bravo, hast du noch nie etwas von Intensität gehört. Intensität im Training ist das, was dein Training entweder brauchbar macht oder unbrauchbar macht. Es ist immer die Intensität. Auch Sportarten wie Pilates oder Yoga zum Beispiel. Es gibt Yoga-Arten, die sind, auch Pilates-Arten, die sind viel härter als manch andere. Das ist doch vollkommen okay, sowas zu wählen. Aber auch da wieder solltet ihr bewusst sein, dass gewisse Sportarten
für dein Trainingsziel passend sein müssen. Lautet dein Trainingsziel, ich möchte Rückenschmerzen lindern. Perfekt, Yoga, Pilates, super. Wenn du dich erstmal wieder reinkämpfen musst, ja, weil du bist vielleicht stark übergewichtig, du hast Gelenksprobleme, kannst dich nicht gut bewegen, hey super, versuch mal EMS oder versuch mal Aquaerobic. Auch das hat eine Relevanz, aber wichtig, Intensität muss gesteigert werden. Ja, das ist das A und O. Sprich, wenn du natürlich am Anfang beginnst mit EMS oder du beginnst mit Aquaerobic oder auch mit Pilates und Yoga, musst du langsam, systematisch anfangen, deine Intensität an deine körperliche Leistung anzupassen und du musst immer ein klein bisschen drauflegen, immer ein klein bisschen drauflegen, immer ein bisschen höher fahren, damit du einfach auch langfristig deinen Körper vorwärts bringst. Wenn du nämlich auch gleichzeitig langfristig in einem Diätmodus bist und dein Körper immer mehr abbaut, dann musst du ja gegen diesen Abbauprozess einen Aufbauprozess richten, damit du zumindest ungefähr im Ausgleich bleibst. Also Widerstandstraining und explosives Training sind das A und O für den Muskelaufbau. Krafttraining, CrossFit, Freeletics, du kannst aber auch Kampfsport. Kampfsport ist zum Beispiel eine Sportart oder ein Sportbereich, ja, wo nicht so viel mit Gewichten gearbeitet wird, aber ein Großteil explosiv und High-Intensity intervallmäßig funktioniert. Jeder, der schon mal beim Fitnessboxen war oder auch kurz mal, das sind richtig High-Intensity Intervallsportarten, wo man richtig ans Limit geht. Und ich kenne wenig noch fittere Menschen, als die zum Beispiel richtig intensiv Kampfsport betreiben. Also du siehst, es gibt verschiedene Möglichkeiten, seinen Körper zu formen, aber du musst wirklich intensiv trainieren. Die Intensität ist der Dreh- und Angelpunkt, wenn es darum geht, seinen Körper zu formen, Muskeln aufzubauen und seinen Stoffwechsel richtig stark zu beschleunigen. Und hier vielleicht nochmal ganz kurz auf einen Mythos, der schon Ewigkeiten herrscht, und zwar Thema Bauchtraining. Du wirst mit Bauchtraining keinen flachen Bauch bekommen. Und diejenigen, die mir erzählen wollen, hey, ich habe durch Bauchtraining immer flachen Bauch bekommen, die wissen nicht, was sie angewendet haben, um das Ergebnis zu erzielen. Denn meistens trainiert man ja sein Bauchtraining nicht alleine, sondern man geht vielleicht ins Fitnessstudio, macht noch andere Übungen und so weiter, macht vielleicht auch ein klein bisschen Diät, lässt man die Süßigkeiten weg und dadurch haben die den Bauch flacher bekommen. Bauchtraining verbrennt am Bauch kein Bauchfett. Wir haben keine lokale Fettverbrennung im Körper. Ja, das gibt es also leider nicht. Dementsprechend, lass es dir nochmal gesagt sein, die Intensität im Bauchtraining, ja, dass die gut ist, das ist auch absolut erforderlich, aber konzentriere die Intensität auf den gesamten Körper und nicht nur auf den Bauch. Denn Bauchtraining wird kein Bauchfett verbrennen. Ja, das wollte ich einmal noch kurz zum Abschluss sagen. Teile dieses Video mit deinen Freunden über deine Social-Media-Kanäle und unterstütze uns dabei, möglichst viele Menschen dabei zu erreichen und dabei zu helfen, erfolgreich Gewicht abzunehmen. Am besten abonnierst du noch schnell unseren Kanal, damit du keine weitere Folge mehr verpasst.